Hamburg, sie liebt unsere Stadt. Und Hamburg liebt Sylvie. Die schöne Moderatorin kam 2005 an der Seite von HSV-Liebling Raphael van der Vaart, 35, nach Hamburg. Er ging. Sie blieb. Heute lebt und arbeitet Sylvie Mais, 40, im Herzen von Eppendorf, genießt mit Sohn Damian, 12, ihr Leben an Alster und Elbe. Bild sprach mit der gebürtigen Holländerin über Heimatgefühle und Lieblingsplätze. Die Moderatorin genießt das Leben, in einem Meer von Luftballonsfoto, Sibyl Schneider Bild, Sylvie, hast du dein Herz an unsere Stadt verloren? Sylvie Mais, absolut. Hamburg ist meine Heimat. Ich liebe die Stadt, die Menschen, den Flair, einfach alles. Hier bin ich zu Hause. Bild, was reizt dich an Hamburg besonders? Sylvie, das ist ein Zusammenspiel aus allem. Die wunderschöne Landschaft, die großartigen, so verschiedenen Stadtteile, die herzlichen Menschen. Bild, wie kamst du auf Eppendorf? Sylvie, Eppendorf ist für mich einfach ein fantastischer Stadtteil, der alles zu bieten hat, was man für das tägliche Leben braucht. Bild, was macht es dort so liebenswert? Sylvie, den Flair eines Stadtteils machen ja immer die Menschen, aber die sind auch in allen anderen Stadtteilen wunderbar. Bild, dein Hotspot. Sylvie, auf jeden Fall die Marsbar. Sylvie gönnt sich mit Sohn Damian und einer Freundin eine Erfrischung in der Marsbar in Eppendorf. Foto, SLP Bild, wenn du Besuch hast, welche Orte in Hamburg zeigst du ihm? Sylvie, immer ein Spaziergang um die Alster, dann einen Kaffee im Cliff. Außerdem liebe ich die Restaurants im Hafen, hier kann man so wunderbar traditionell essen. Und dann natürlich Richtung Elbe, Z. B. Die Terrasse vom Louis C. Jakob im Sommer. Und für alle, die ein wenig Shopping mögen, natürlich das Alsterhaus. Nach einem Eppendorf-Bummel kehrt Sylvie gern in der Marsbar ein Foto. www.solent-press.de Bild, Hand aufs Herz, Alster oder Elbe. Sylvie, mein Spot ist auf jeden Fall die Alster. Ob vom Hennys aus, dem Amora oder dem Cliff? Bild, hast du schon mal Labskaus probiert? Ist ja schließlich unser Hamburger Nationalgericht. Sylvie, ja, mega. I love Labskaus. Das letzte Mal im Rive am Hafen. Bild, wo gehst du sonst noch essen? Sylvie, meine Lieblingsrestaurants sind das Tarantella, das Nickinein, das Palazzo und das Henrix. Bild, du bist ja eine Modeikone. Wie findest du den Style der Hamburger? Sylvie, ich liebe den klassischen hanseatischen Style. Bild, hast du hier Freunde fürs Leben gefunden? Sylvie, absolut. Ich habe tolle Freunde in Hamburg finden dürfen, quasi meine zweite Familie. Bild, wie sehr trifft dich der Abstieg des HSV? Sylvie, sehr. Aber das werden die Jungs auch wieder zurückschaffen. Bild, woher hast du den HSV-Anhänger an deinem Schlüsselbund? Sylvie, den habe ich von Damian bekommen. Es ist ein Widerzeichen und das Logo des HSV. Ich bin ja vom Sternzeichen Widder. Bild, du bist viel auf Reisen. Was fühlst du, wenn du nach Hamburg zurückkehrst? Sylvie, das Schönste ist immer, wenn man mit dem Zug einfährt und die Fontäne auf der Alster sieht, das ist dann immer ein Gefühl, ich bin zu Hause. Die Top-Geschichten aus Hamburg und Umgebung findet ihr auf Facebook, Twitter und natürlich auf hamburg.bild.de.